Am 9. September wurden diese durch den Brand im Camp Moria wieder medial beleuchtet. Menschenrechtsorganisationen wie wir fordern schon lange, die lebensgefährliche Abschottungspolitik Europas zu beenden. Bereits im Frühling forderten wir die Evakuierung der griechischen Camps. Doch statt die Menschen zu evakuieren, helfen die Mitarbeitenden des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe momentan beim Bau des neuen Camps auf Lesbos. Die Schweiz investiert somit Steuergelder für den Bau eines Internierungslagers, in welchem die Lebensbedingungen noch katastrophaler sind als bereits vorher. Diese Politik ist Ausdruck eines rassistischen, menschenverachtenden Systems. Die Schweiz nimmt für sich in Anspruch, demokratisch zu sein und Rechtsgleichheit zu praktizieren. Dies hat jedoch nichts mit der Realität zu tun, wie Geflüchtete in Europa behandelt werden. Sie werden von den europäischen Staaten nicht nur ihrer grundlegendsten Rechte beraubt, das europäische Migrationsregime arbeitet auch aktiv daran, möglichst repressiv und möglichst abschreckend zu sein. Für Flüchtende gelten europäische Rechte nicht. Das ist rassistische Migrationspolitik. Es ist Zeit für einen Richtungswechsel und der Bundesrat muss ein Zeichen setzen für eine humanitäre Migrationspolitik. Wir sind hier, um genau dies einzufordern. Und wenn wir es doch irgendwie in eines dieser Länder schaffen, dann erwarten uns dort nicht allzu bessere Bedingungen. Die leben in Lagern, die isoliert sind, in denen unhygienische Bedingungen herrschen, in denen die finanziellen Umstände unglaublich prekär sind und in denen wir zu Gefangenen eines Asylprozesses werden, auf dessen Ende wir Monate und Jahre lang warten. Die werden isoliert. Sie lassen keine Möglichkeit aus, um unsere menschlichen Werte zu bringen. Wir werden ungerecht behandelt und können unsere Stimme nicht erheben. Das Warten zerfrisst uns und fährt uns auf, bis wir einen langsamen Tod sterben.